Leute, das letzte Spiel in der Liga gegen Atletico Madrid, bei Atletico Madrid. Und dann steht der Höhepunkt dran gegen Paris. Na gut. So, jetzt noch mal Saisonabschluss spielen. Nee, ich werde nicht durchrotieren. Ich werde nochmal einen Stürmer reinhauen. Und dann rein damit. Ins Match. Letztes Spiel. 38. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute ein Spiel vom letzten Spieltag in der La Liga Santander. Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das jo. Ist natürlich der Und dann heißt es Champions League Paris. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war aber jetzt ist mal noch Atletico, den Tabellendritten den Platz 2 versauen. Irgendwie noch die Möglichkeit. Und ich sag dir was, heute gibt es noch mal ein Klassenspiel. Knappe Niederlage gegen Villarreal, eine von wieder vielen. Die Gelegenheit. Und Oblak verhindert's. Den Spanisch. Da haben wir die Startformation von Atletico. Ja komm, ey! Für was? Der schießt mich an! Martinez spielt neben José María Jiménez in der Abwehr. Nicolo Barella steht mit Jeffrey Konogbia im Mittelfeld. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass João Felix der Abschluss. So, vielleicht nochmal ein Sieg in Madrid zu 0. Um irgendwie diesen Abschluss zu bekommen. Ich vermute es aber eher nicht. Der Gegner kriegt bestimmt wieder einen, irgendwie, der den mal diese machen. Wo ist denn da jetzt, wo ist denn da jetzt einen freien Spieler? Nischt, irgendwo gar nichts. Dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große Freude, ihm zuzuschauen. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Ganz energisch. Flanke geht in den Schatten. Ah, der ist zu weit. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Der wird ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Es gibt ein Tor im Estadio Santiago Bernabéu. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Real Madrid. Torschütze ist Vinicius Junior. Das war ein herber Abwehrfehler. Da wird ihn erschießt. 1-0. Oh ja, Sabal. Also 0-1. Wie gesagt, Sieger zusammen so am Schluss. Atletico vielleicht nochmal irgendwie Platz 3 oder 4 versauen. Ich weiß nicht, wie der vierte dran ist. Aber ich glaube, da hängt noch einer mit dran. Zumindest das noch irgendwie auf die Reihe bekommen. 13. Saisontor, Oyarzabal. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier zumindest weitergeht. Die erste Schritt. Diese kurze Meldung vom anderen Spiel mussten wir leider unterbrechen. Real Madrid hat getroffen. Damit sind sie nun 1-0 vorne. Da kommt der Villa Libre. Oblak, ist es denn zu glauben? Verhindert. Das verhindert das 0-2. Sagenhafte Parade. Wie ist er denn da noch rangekommen? Machen Sie jetzt gut. Williams mit der Chance. Er muss doch sitzen, oder? Ich glaube, den Pokal habe ich verloren, weil ich da rotieren musste, weil danach irgendwas Wichtiges war. Aber wie gesagt, das wichtigste Spiel ist eigentlich mehr oder weniger das nächste. Weil es ist Paris. Es ist Champions League Finale danach. Geht jetzt was für Atletico. Griezmann. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Trotzdem ärgert es mich, dass ich Munier verloren habe. Im letzten Spiel, also im vorletzten Spiel gegen. In Major auf Mallorca. Da haben sie den Platz auf den Flügel. Manu Sanchez. Ball kommt in die Mitte. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Ja, ein bisschen.
Da können Sie kontern. Griezmann. So, wir gehen kurz ins Studio. Im Estadio Santiago Bernabéu hat sich was getan, nämlich ein Tor. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mallorca. Der neue Spielstand damit 1:1. 31 Minuten sind hier gespielt. Dankeschön für diese Infos, Williams. Das ach, schade. Vom Ball. Griezmann. Guter Einsatz. Mario Sanchez, der hat sich da immer festgespielt, der hat sich da einfach festgemacht hinten. Auch Vorteil für den Abo Sanchez. Das könnte es sein. Kepa ist da, da hätten wir fast den Treffer aus kürzester Distanz gehabt. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Schubuschlei. Komm doch nicht, komm nicht durch. Hat jetzt Anspielstation. Griezmann. Weiter gefährlich nach Kepas Abwehr. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Die Ecke kommt von Griezmann. Gefahr bereinigt. Am Ball Joao Felix. Varela. Der springt auch wieder weg. Warum war da noch einer dran? Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Wofür? Wofür gibt's den Elfmeter? Ist wieder so geschenkte Scheiße oder was? Ja komm, ey, wofür? Da hat er weggeköpft. Ja, da war ja der Atletico-Spieler mit dran, aber. Naja. Aber egal, ich darf ja nicht zu Null gewinnen. Egal gegen wen. Gegen die letzten Graupen kriegst du noch ein Gegentor. Aber wie gesagt, wenn der Gegner nichts geschissen bekommt, kriegst du einen Elfmeter geschenkt. Also für mich war das eher das Handspiel vom Atletico-Spieler statt meiner. Der hat den normal weggeköpft. Aber naja, man muss ja dem Gegner nochmal künstlich eine Chance geben. Sonst ist das Spiel ja nicht glücklich. Manchmal reg ich mich drüber auf, ja. Nervt mich gerade. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams. So, Manu Sanchez geht jetzt raus, weil er gelb gesehen hat. Einwurf für der Einwurf. 50. Minute, letzten 40 Minuten der Saar. Für mich abseits, aber gut. Das ist jetzt. Ich habe natürlich jetzt gar keinen. Das ist Freistoß gegen Atletico. Vor allem hat sie auch heute mal meine Spiele jetzt wegzutreten. Der springt natürlich auch weg. Vorteil, Atletico bleibt am Ball. Ja, starker Pass. Jetzt also Freistoß für Atletico. Oh, noch so ein Zweikampf und dann ist er Zibeldia. Sag ja, wie gesagt, der Künstler wird günstig gepusht, da kriegt er noch einen Freistoß für nichts. Für den Abseits, für den Pass und Abseits, ja, gibt's den Gegner einen Freistoß, komm. Oh ja, Sabal, der Torschütze zum 1-0. Da suchen sie jetzt die Lücke. Vielleicht die Führung jetzt. Das ist mal eine gute Chance, ey. Da. Jetzt der Ball. Machen sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Jetzt vielleicht. Ball ist erstmal raus. Das ist nicht wahr. Der hat den auch, ey. Den muss er besser erklären.
gewinnt dieses Duell. Ja! Mikel Merino müsste das gewesen sein. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist die Abwehr zwar da. Ja, man sieht nicht, wie schnell die Dinger waren. Aber ist mir egal. Drin ist drin, Tor ist Tor. Wir führen. Rückstand. Und jetzt müssen sie zeigen, dass sie kämpfen können. Saul. Ja, schön. Gefährlichster Steilpass. Keine Abseits, oder? Aktion geht weiter. Oblak, super, wie er das macht. Wie er den Treffer wählt. Oblak hält Atletico mehr als im Spiel. Ecke in die Mitte. Sanchez. Sanchez, Entschuldigung. Sie können es machen. Da wäre das Tor. Und wieder ist es Oblak. Es ist wieder zu. Also wie gesagt, Oblak hält momentan mehr als. Sie bekommen den Ball nicht weg. Rodriguez. Gehalten, stark gemacht. So, das kann man. Gelb. So, Felix. Und wieder ist es natürlich Oblak. Also wie gesagt, einer steht momentan da und macht und macht und macht und macht. Und das kann er nicht verhindern. Das ist Sanchez. Da steht das 1:3. Und es ist verdient. Punkt. Irgendwann da kriege ich ihn dann doch noch mal. Irgendwann kriegt. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. Ich weiß nicht, wie der da reingegangen ist. Er ist reingegangen. Ja, das ist Sanchez. Obwohl es ein Eigentor von Oblak gezeigt wird. Der jetzt mehrere so Dinger geholt hat. Naja, am Ende ist es mir scheißegal, wer ihn gemacht hat. Er ist drin und dann. Was für eine Chance! Immer noch gefährlich nach Oblaks Abwehr. Hält jetzt erstmal den Ball. Den Ball holt er. Schade. Jetzt kriegt er nur einen Abschluss. Was für eine Aktion! Es gibt ein Tor im Estadio Santiago Bernabéu. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Einmal ist es wirklich wieder reingegangen, ist es drin und gut ist. Der Torschütze heißt Bernardo. Abseits. Anschlusstreffer. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Atletico mit dem Wechsel. So, jetzt kann ich noch mal selber wechseln, weil ich will ja von Paris noch mal wechseln. Noch mal was machen. Bevor mir da jetzt der nächste vom Platz, also was heißt der Platz, bevor ich jetzt da. So. Bevor ich da irgendwie Platz habe, also eine Verletzung kriege oder so, dann habe ich den einen oder anderen Sache, deswegen bleibt auch Olmo draußen, weil ich den definitiv brauche. Kurze Ecke, da kommt die Flanke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Memphis. Depay. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. So, Maurice macht es jetzt unter Dach und Fach. Die letzten Minuten. Er zieht ab. Und wieder ist es Oblak. Mit der tollen Parade. Und das aus dieser Distanz. Unglaublich. Der irgendwie so ein Ding verhindert. Jetzt kommt die Ecke. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Ball ist beim Gegner. Elfmeter. Und er gibt ihn. Er gibt Elfmeter. 90. Hat Elfmeter vermutlich. Ja, diesmal ist es richtig im Gegensatz zu dem gegen uns. Diesmal darf Svensson machen, der hat jetzt mehrmals eine Situation gehabt, wo er sein Tor hätte machen können. Diesmal darf er es dann am Ende auch. 1:4, der Auswärtssieg bei Atletico. Platz 2 ist futsch. Und vermutlich auch Platz 3.
Unai Ventador, der Sechser. Wie gesagt, war an dem Tor zum 1:3 mehr als beteiligt und viele gefährliche Situationen gehabt. Jetzt darf er dann seine Bude machen. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Klasse Pass. Da ist er da. Guter Zweikampf. Jetzt war er weg. So, und jetzt haben wir nur noch das Highlight gegen PSG. Saison ist beendet in der Liga. 1:4 oder 4:1, der Heimsieg, Auswärtssieg bei Atletico Madrid. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Jetzt haben wir es dann am Ende. 3 Siege nochmal zum Abschluss. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Nee, komm, 3 Siege waren es nicht. 2 Niederlage gegen Villarreal zu Hause nochmal. Aber jetzt haben wir es nochmal geschafft. Wir haben uns nochmal ein bisschen gerecht für dieses Pokalspiel. Den spanischen Supercup. Ja, aber wie gesagt, am Ende ist es wurscht wie. Wir haben es rausgeholt, wir haben 5 Torschüsse, sogar 4 da waren davon drin. Aber es ist mir am Ende sowas von egal. So. Mach weiter so. Gut. Und damit steht nur noch ein Spiel an, das Champions League-Spiel gegen Paris Saint-Germain. Ja, das wäre dann das letzte Spiel meiner FIFA 23-Karriere. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Bis dann. Tschüss.